Ich mag diese Art von Spiele, wirklich. Oh mein Gott. Ich werde... Was geht ab, meine verspielten Nachtfüchse? Wir spielen heute ein Spiel mit dem Titel Lightbulb. Es ist ein Roblox-Horror-Game, das ihr mir empfohlen habt und es soll richtig gut sein. Das Spiel ist aus 2019 und ja, man spielt das so ein bisschen von oben, glaube ich. Für das beste Spielerlebnis sind Kopfhörer empfohlen. Wie immer, Freunde. Also hier gibt es mehrere Level. Kapitel 1 ist wohl in irgendeinem, also ja, man ist wohl in einem Labyrinth verschollen. Wir nehmen natürlich Kapitel 1. Und schauen wir, was wir spielen. Freunde, ich habe mir vorgenommen, heute relaxter zu sein. Kein Geschreie, kein Gejumpe, kein Geschreie vor allem. Und ich versuche heute nicht zu schreien. Ja toll, ich sehe halt gar nichts. Ah, mit E kann man Licht anmachen. Genau so habe ich es mir vorgestellt. Man spielt das so von oben. Und das, muss ich sagen, gibt mir Zelda-Vibes. Hey, ich mag das. Listen. Aber es ist mir echt viel zu dunkel, das Spiel. Kann man nicht irgendwie heller machen? Kein Signal. Hier ist auf jeden Fall ein Schlüssel. Ich weiß gar nicht, wie weit ich spielen soll. Ich weiß gar nicht, wie weit es geht. Aha, hier ist ein Hammer. Den nehmen wir auch mit. Kannst du den Hammer... Grab mal den Hammer, Bruder. Okay, er grabt den nicht. Er will ihn nicht. Kein Hammer. Okay, aufgeschlossen. So, wir sind weiter und es ist dunkel. Kannst du Licht anmachen hier? Okay. Das ist gerade nicht passiert. Kann ich auch springen? Ich kann sogar hüpfen. Also wenn ich hupen kann, dann heißt es, ist das Spiel auf jeden Fall hochwertig. Ist jetzt alles noch geschmeidig? Ich kann das nicht... 7 Tage im Labyrinth gefangen. Kein Schlaf. Er weiß alles und so weiter und so fort. Die machen einen auf mysteriös. Irgendwas ist gerade passiert. Hier ist was? Nee. Irgendwie war gerade... Ich höre was. Ich habe das Gefühl, es passiert gleich was. Leute, warum ist das so extrem dunkel? Das muss man heller machen können. Wisst ihr was? Egal. Hier waren wir. Kann ich jetzt hier durch? Nee. Es wird sich nicht öffnen können. Okay, wir sind weiter. Waren wir hier schon? Nein. Entspannt. Hier ist Teppich. Okay, hier muss man irgendeinen Code eingeben. Ich habe aber keinen. Aber der kommt wahrscheinlich noch. Und in der Zwischenzeit... Da hat irgendwas gekratzt. Und in der Zwischenzeit könnt ihr mir schreiben, was ihr heute gegessen habt. Immer dieser scheiß selbe Spruch. Ich muss wohl irgendwie irgendwo hoch. Aber wie oder was? Und vor allem, warum? Ah, okay. Da oben ist Schlüssel und ich kann mit dieser Box diesen Schlüssel mir grabben. Das hätten die ruhig schwerer machen können. Wow. Ja, ich bin auch gespannt, was man damit aufschließen kann. Kann ich hier so nicht die Klamotten einfach wechseln? Ey! Ich habe einen Geheimgang aufgemacht! Und das durch Zufall, ich wollte eigentlich nur Klamotten wechseln. Bis jetzt geht's, also bis jetzt war nichts gruselig. Was ist denn hier passiert? Hier ist nochmal ein Notizbuch. Irgendjemand führt hier Tagebuch für uns und Tag 3 gefangen in diesem Labyrinth. Er sieht irgendwelche Schatten, er ist am Eskalieren und es alles dreht durch. Und ja, auf jeden Fall ist da, wir haben jetzt den Code für die Tür. 52371, okay, 52371. Hey, ich nehme den mit, ich nehme den mit. 52371, ich kann ihn gar nicht mitnehmen. Was haben wir gesagt? Ich hab's vergessen. 52371, immerhin wissen wir, was das heißt. Oh mein Gott, hier steht jetzt Hello, da stand vorher nicht dran. Mein Charakter ist einfach der Beste. 52371. 52371. Es fängt jetzt an. Jetzt kommt das, was ist auf diesem Zettel. Jetzt kommen diese Schatten und diese Sachen, die diese Person vor mir hier gesehen hat. 52371. Immer noch. Ich war jetzt zu faul, das aufzuschreiben. Ich hoffe, ich kann es mir merken. Wie war der Code? 52372, glaube ich, oder? Okay. Und jetzt wird sich hier ein... Es ist wirklich richtig, die machen... Wie bei Zelda. Okay, wir sind weiter. Also ich soll erst rein, wenn ich wirklich alles gesehen habe.
Also wenn ich wirklich alles abgecheckt habe, weil ich komme nicht mehr zurück, aber wir gehen trotzdem rein. Ich muss aufpassen, ich bin auf jeden Fall hier gefangen und ich muss jetzt aufpassen, wie ich laufe, weil hier kann man rund... Ich wusste es! Oh mein Gott, ich bin runtergefallen! Ja, okay, aber ich werde wahrscheinlich nicht von neu. Nicht von neu, ja. Okay, muss aufpassen. Wie dramatisch die Musik ist, wenn man stirbt. Er selber fliegt einfach runter, aber die Musik ist so richtig dramatisch. Okay, ich muss aufpassen. Alles gut. Wir kriegen das hin. Also hier hoch auf jeden Fall. Hier geht's weiter. Okay. Hier ist wieder eine Tür, die uns ins Nirgendwo führt. Ja, hier kommt man nicht durch. Ja, wir haben es verstanden. Komische Geräusche gehen wieder los. Okay, oben kommen wir nicht durch. Lass mal... Ja, okay, aber wo soll ich hin? Es geht nicht weiter. Hier runter vielleicht. Nein, hier unten waren wir noch nicht. Ja. Und wieder ein Schlüssel und Notizzettel. Mit denen ich nichts machen kann. Okay, hier haben wir wieder so eine Box. Und damit graben wir uns den Schlüssel erneut. Und in der Zwischenzeit könnt ihr mir schreiben, was ihr heute getrunken habt. Trinkt ihr auch 2-3 Liter Wasser am Tag? Bestimmt nicht. Wahrscheinlich alle so mit Energy am Start. Hundertprozentig. Okay, weiter geht's. Schreibt mal jetzt in die Kommentare, was ich als nächstes spielen soll. Das schreibt... Letztes Mal habe ich es auch gefragt, ihr habt nicht geantwortet. Ihr habt nicht... Kio, spiel mal. Ich will, dass ihr jetzt schreibt. Macht. Okay. Ich bin anscheinend wohl in seine Falle rein. Aber wo ist seine Falle? Monte! Oh, oh, oh! Oh, oh! Hier ist ein Buch, ich brauche das Buch. Oh mein Gott, es reicht. Es reicht. Es reicht. Stopp. Hör doch auf. Nein. Ist zu laut. Ich mag diese Art von Spiele. Wirklich. Oh mein Gott. Ich werde... Ah! Was soll ich machen? Wieso bin ich gestorben jetzt? Ich wurde einfach getötet. Einfach wie aus dem Nichts. Aus dem heiteren aller Himmel. Okay, wir haben es verstanden. Wisst ihr, was ich mache? Ich werde einfach rennen. Also ich werde durchziehen. Ich werde ganz schnell sein. Einfach nur laufen. Einfach nur rennen. Also wirklich Vollgas. Ey. Lauf durch. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Mach zu. Hier fühle ich mich sicher. Ach so, damit kann ich mich vielleicht so schützen irgendwie. Wisst ihr, was ich meine? So wie Dings. So wie wenn Chica auf mich zurennt und ich mich irgendwie im Dings versteck. Ihr wisst schon. Kleiderschrank. Was für... Oh nein, nicht schon wieder. Oh nein! Jetzt gehen wir los. Ja. Ich muss mich beeilen. Okay, zumachen. Jetzt einfach nur... Ja. Einfach nur warten. Kann ich wieder raus? Ich gehe wieder raus. Aber ich habe Angst. Ich versuch's. Nicht sterben. Oh! Der Heck, der Worte! Ah, Metalltüren machen lautes Geräusch des Dings zu mir. Okay, wir müssen es... Hä, aber was soll ich denn machen? Noch eine Runde. Was soll ich denn tun, sag mal? Ne, Real Talk, was soll ich machen? Hier geht's nicht weiter. Ist das ein Buch... Kann ich das Buch eigentlich aufheben oder nicht? Nee, das ist chillt einfach oben drauf. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass ich hier rein muss. Damit sich was aktiviert. Ja, ich bin jetzt in seiner komischen Falle wieder. Jetzt wird es wieder kommen Geräusche. Okay, verstanden. Wisst ihr was? Ich chill jetzt einfach länger hier drin. So. Nein, ich bleib jetzt einfach so. Ich bleib so. Wie lange soll ich jetzt so bleiben? Vielleicht kommt gleich nochmal... Ich weiß nicht. Ich bleib jetzt einfach mal so. Ja! Guck mal, es hat sich was... Also ist jetzt plötzlich irgendwas... Also ist heller geworden. Ja. Ich bin sicher. Ah. Ich habe das Gefühl, irgendwo ist jetzt ein Durchgang. Hier nicht. Aber was hat sich jetzt aktiviert? Also irgendwas ist kaputt gegangen. Irgendwie eine Tür, ein Schalter, eine Maus. Irgendwas ist auf jeden Fall passiert. Ah?
Nein, 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 wir waren hier noch nicht. Nein, 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 wir waren hier noch nicht. Licht ist an. Küchenmesser, das ist Küchenmesser, wir brauchen das wahrscheinlich. Er hat das Gefühl, dass das nichts bringt. Okay. Und ich habe das Gefühl... Nein, nein, es geht schon wieder los! Ich chill hier. Hier mag ich's. Irgendeine Killer Queen hat anscheinend schon die Mikrowelle abgecheckt. Ich muss hier durch. Es geht nicht anders. Ich brauche aber einen Platz, wo ich mich verstecken kann. Bitte kein Jumpscare. Bitte kein... Nein! Bin ich tot? Bitte! Freunde, meine Frage. Spielt ihr solche Spiele auch selber oder guckt ihr nur Opfer wie mir dabei zu, wie sie es spielen und sich dann erschrecken? Das würde ich mal gerne wissen. Zockt ihr das selber auch? Weil ich packe diese Spiele immer liebevoll in die Beschreibung. Beziehungsweise mein lieber Kater Carlos, liebe Grüße gehen nicht raus an dich, Bruder, der packt die schön liebevoll in die Beschreibung. Aber checkt ihr die Spiele auch ab oder nicht? Das würde ich gerne mal wissen. Okay, ich muss wieder aufpassen. Ich muss wirklich wieder aufpassen. Irgendwo, nirgendwo kann ich... Okay, ich habe das Gefühl, gleich wird es wieder dunkel. Ich darf nicht hier hin. Ich verstecke mich drin. Geh rein. Ey, mach zu. Zu. Okay, jetzt stehe ich einfach hier. Jetzt ist es dunkel und sobald es wieder hell ist, gehe ich raus. Ich chill. Nein, bleib. Ich habe nichts zu verlieren. Ich kann auf Nummer sicher gehen, indem ich einfach chill und mit euch rede. Wie war es in der Schule? Das mögt ihr nicht, ja? Wie so Eltern fragen, so, ja, wie war es in der Schule? Man will nicht drauf antworten, so, man kann nur antworten, scheiße, es war scheiße. Schau mal, wie war es in der Schule? Und wie war es in der Schule? Und wie war es in der Schule? Dann denkt man so, nein, und da müsst ihr morgen wieder hin. Okay, raus jetzt. Wenn ich hier hingehe, sterbe ich? Nein. Ich habe ein Abzeichen erhalten. Habe ich es geschafft? Ich glaube, ich habe es geschafft. Aber es war... Okay. Bin ich jetzt weiter oder nicht? In welchem Stockwerk war ich eigentlich? Ich habe keinen Bock auf so Zahlencode-Dings wieder. Ich will einfach chillen. Ich chill es einfach. Ich glaube nicht, dass es war. Ich habe das Gefühl, es geht weiter. Es wird weitergehen. Wie laut, jetzt übertreibt doch nicht eure Seelen! Okay, keine Ahnung, geht keiner ran. Bin ich weiter? Hier war ich aber nicht, das ist Level 2, glaube ich. Level 1 war dieses Labyrinth, ich glaube, wir sind weiter. Ja, wir sind weiter. Wir sind, glaube ich, Level 3 oder so schon, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, wir sind generell weiter. Okay, hier checke ich gar nicht durch. Okay. Noch ist alles entspannt. Was ist, wenn wir hier reingehen? Was ist, wenn wir hier reingehen? Was ist, wenn wir hier runtergehen? Was? Mein Gott, die Kameraperspektive hat sich plötzlich geändert. Oni-sama. Otte, ich hab da was gesehen. Da war was. Oni-chan. Licht. Nein, nicht schon wieder. Dieses Ding geht wieder los. Ich bleib hier. Es ist sehr dunkel geworden. Oh nein, ich bin tot. Ich glaube, ich lasse es. Wenn ihr wissen wollt, was passiert und wenn ich weiterspielen soll, dann möchte ich, dass ihr mit eurem Kopf, also es ist schwer, wobei am Handy, okay, mit der Nase den Like-Button. Einmal den hier macht. Ansonsten, Freunde, sehen wir uns morgen wieder. Passt auf euch auf. Ich küsse meine Nachtfüchse draußen. Ich küsse euch alle draußen. Und bleibt brav. Viel Spaß in der Schule.